Also, Übungen von 1 bis 5. Jetzt die erste Übung. Viertel gespielt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt Übung 2. Gleiches Tempo. Aus Vierteln werden Achtel. Also Down- und Upstrokes. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Das und zählt immer genau die Zwischenräume. Ich mache es mal noch ein bisschen langsamer. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das war die gleichmäßige Spielweise. Jetzt geschaffelt. Ja. 1, 2, bleibt also deutlich länger unten als bei der geraden Spielweise. Daumen wartet unten. Jetzt nochmal zum Vergleich gerade. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei und wieder geschaffelt. Eins, zwei, vier. So, Übung 3. Gerade gespielt. Eins, zwei, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt geschaffelt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Übung 4, gerade gespielt. Jetzt geschaffelt. Übung 5, Calypso Strum. Gerade und ungeschaffelt. Hier lassen wir den Shuffle weg. Mit Betonung auf der 3 mit dem leer gespielten Schlag. 1, 2 und leer und 4 und 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 1 und so weiter. Jetzt mal ein bisschen schneller, damit man einen Eindruck davon bekommt, wie er klingen soll. Alle Beispiele in